Der Tod von Horst Naumann am 19. Februar 2024 in Duisburg hinterließ einen herzzerreißenden Moment in den Herzen der Fans und der Künstlergemeinschaft. Er ist ein vielfältiges Talent der deutschen Kunstszene, bekannt für seine umfangreiche Karriere und einzigartige Rollen in den Bereichen Schauspiel, Synchronsprecher und Radiosprecher. Horst Naumann wurde am 17. November 1925 in Dresden geboren und hat im Laufe der Jahrzehnte viele große Höhen und Tiefen der Weltgeschichte miterlebt. Mit mehr als 150 Film- und Fernseharbeiten hat er einen wichtigen Beitrag zur Vielfalt und Fülle der Unterhaltungsindustrie geleistet. Seinen Ruf festigten wichtige Rollen in berühmten Fernsehserien wie Die Schwarzwaldklinik und Das Traumschiff. In den 80er Jahren wurde Horst Naumann als Arzt in den Fernsehserien Schwarzwaldklinik und Traumschiff zur Ikone. Er trug zum Erfolg dieser Werke bei und wurde zu einem wichtigen Teil in der Erinnerung vieler Fans. Mit Aufrichtigkeit und Hingabe in jeder Rolle hat Naumann die Herzen des Publikums erobert. Am 19. Februar 2024 verstarb Horst Naumann im hohen Alter in Duisburg und hinterließ bei Fans und Künstlergemeinschaft tiefe Trauer. Informationen über seine Beerdigung erregten großes Interesse in der Öffentlichkeit, wo sich viele Fans und Künstlerkollegen versammelten, um ihn zu verabschieden und seiner zu gedenken. Die Beerdigung von Horst Naumann fand in feierlicher und emotionaler Atmosphäre unter großer Beteiligung zahlreicher berühmter Persönlichkeiten der deutschen Unterhaltungsbranche statt. Florian Silbereisen, Kapitän des Traumschiffs, auf dem Naumann 28 Jahre lang arbeitete, war anwesend, um der Familie und den Fans sein Beileid auszusprechen. Silbereisens Anwesenheit ist ein Symbol der Zuneigung und des Respekts für seinen verstorbenen Kollegen. Die Teilnehmer der Beerdigung teilten wunderbare Erinnerungen an Horst Naumann und seine wichtigen Beiträge zur Kunst des Kinos und Fernsehens. Es wurden viele Geschichten über seinen Humor, seine Professionalität und sein Mitgefühl erzählt, die eine warme Atmosphäre und eine wunderbare Hommage an ein illustres Leben als Künstler schufen. Horst Naumann ist nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern auch ein Mann mit menschlicher Seele. Sein Verlust hinterlässt eine große Lücke in der Unterhaltungsindustrie, aber seine Zuneigung und Erinnerung werden in den Herzen von Kunstliebhabern und Filmliebhabern weiterleben. Die Nachricht vom Tod von Horst Naumann schockierte die deutsche Unterhaltungsindustrie und löste bei Fans, Kollegen und Liebhabern der darstellenden Künste tiefe Trauer aus. Herr Naumann ist nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch eine Ikone der deutschen Film- und Fernsehbranche. Horst Naumann wurde am 17. November 1925 in Dresden geboren und widmete mehr als 70 Jahre seines Lebens der Schauspielkunst. Sein Tod am 19. Februar 2024 in Duisburg hinterließ einen herzzerreißenden Moment für alle, die ihn und die Unterhaltungsindustrie liebten. Mit mehr als 150 Film- und Fernseharbeiten hat Horst Naumann seine Vielfalt und Klasse in der Schauspielkunst unter Beweis gestellt. Seine wohl prominentesten Rollen hatte er in den Fernsehserien Die Schwarzwaldklinik und Das Traumschiff, wo er die Rolle eines Arztes verkörperte und einen tiefen Eindruck in den Köpfen der Zuschauer hinterließ. Die 80er Jahre markierten einen wichtigen Wendepunkt in Horst Naumanns Karriere, als er an zwei berühmten Projekten teilnahm, Schwarzwaldklinik und Traumschiff. Als Arzt in der Schwarzwaldklinik eroberte er die Herzen der Zuschauer und wurde zu einer Ikone der deutschen Fernsehbranche. Doch was Herrn Naumann zu einem berühmten Schauspieler macht, ist nicht nur sein herausragendes Talent, sondern auch sein Verständnis und seine Liebe zur Kunst. 28 Jahre lang spielte er die Rolle eines Arztes in der ZDF-Sendung,
Das Traumschiff, einem Traumschiff mit faszinierenden und bedeutungsvollen Geschichten. Der Verlust von Horst Naumann ist nicht nur der Verlust eines talentierten Schauspielers, sondern auch der Verlust eines Freundes und Mentors für viele Generationen junger Schauspieler. Er hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen derer, die das Glück hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten. Die Beerdigung von Horst Naumann verlief in feierlicher und emotionaler Atmosphäre. Fans und Kollegen strömten herbei, um sich von ihm zu verabschieden und sich an die unvergesslichen Momente zu erinnern, die er mit sich brachte. Auch andere Künstler der Branche haben Herrn Naumann ihr Beileid ausgesprochen und ihren Respekt zum Ausdruck gebracht. Florian Silbereisen, Kapitän von Das Traumschiff, nahm an der Beerdigung teil und sprach herzliche Worte. Er drückte seine Trauer und seinen Respekt für Herrn Naumann aus, der wesentlich zum Erfolg des Films beigetragen hat. Es ist erwähnenswert, dass Horst Naumann nicht nur ein hervorragender Schauspieler war, sondern auch ein Mensch mit einer mitfühlenden Seele und einer Hingabe an die Kunst. Sein Tod ist ein großer Verlust für die Künstlergemeinschaft und die Fans, aber er wird für immer in den Kunstwerken, die er hinterlassen hat, und in den Herzen derer, die ihn liebten, weiterleben. Eine Sache vielleicht noch. Sie sehen, wenn man jetzt hier sich die unendliche Kettenbruchentwicklung anschaut, ne? Die ist ja eigentlich folgendermaßen, sieht die aus. Die Kettenbruchentwicklung sieht so aus. Eins. Und dann habe ich hier hinten Periode 1 stehen. Damit meine ich 1,1,1,1,1,1 und so weiter. Ne? So. Hier habe ich eine unendliche Kettenbruchentwicklung. Und das ist eine ziemlich kompakte Art und Weise, eine irrationale Zahl zu beschreiben. Das kriegen Sie mit Dezimalbrüchen nicht hin. Ja, mit Dezimalbrüchen. Bei irrationalen Zahlen. Ne? Die haben eine unendliche Dezimalbruchentwicklung. Da gibt es kein System drin. Wenn man ein System drin hätte, dann wäre das sofort eine rationale Zahl. Also wenn Sie eine Dezimalbruchentwicklung haben, wo irgendwo eine Periode drin vorkommt beispielsweise, oder wo es komplett abbricht, oder nicht abbrechend periodisch, haben Sie sofort eine rationale Zahl. Bei den Dezimalzahlen, bei den Dezimalbrüchen, wo Sie eine unendliche, nicht periodische Dezimalbruchentwicklung haben, handelt es sich um die irrationalen Zahlen. Pi, E, goldener Schnitt und so weiter und so weiter. Ne? Die können Sie nicht hinschreiben, weil die eben unsystematisch unendlich lang ist, die Dezimalbruchentwicklung. Hier haben Sie die Kettenbruchentwicklung einfach so hingeschrieben und das hier ist eine irrationale Zahl. So. Das bedeutet aber auch, wenn Sie die so hinschreiben hier, können Sie auch sagen, das ist ungefähr, ja, ungefähr das hier. Und damit erhalten Sie eine sehr gute Annäherung an den tatsächlichen Wert der irrationalen Zahl. Und genau das ist die Bedeutung der Kettenbrüche gewesen, bevor man Computer hatte, hat man irrationale Zahlen sehr gut annähern können durch den ersten Teil der Kettenbruchentwicklung. Ja? Ja. Hier steht doch x, ne? Also die Frage ist nochmal, warum kann ich schreiben x ist gleich 1 plus 1 durch x?